Herzlich willkommen bei Kranich Solar Webinar, heute mit LG Electronics Komplettsystem Net Zero House und LG ESS Produktfamilie. Mein Name ist Katharina Wolf und wir haben stellvertretend für LG Electronics Marc Rudolph und Sven Armbrecht eingeladen. Die heutige Präsentation hält Marc. Grüß dich. Ja, hallo, grüße. Schön, dass du heute da bist. Was hast du denn für ein Thema mitgebracht für uns heute? Ja, das Thema ist unser Batteriespeichersystem, das LG Electronics ESS Home Batteriespeichersystem. Und welche Rolle unser Batteriespeichersystem in einem intelligenten Haus, in dem LG Net Zero House spielt. Das hört sich spannend an. Ich habe hier noch eine kurze Info an alle Teilnehmenden. Wenn Fragen aufkommen, dann diese gerne in den Chat stellen. Sie werden im Hintergrund beantwortet. Sollten dabei Fragen auftauchen, die für alle Teilnehmenden relevant sind, dann werden die im Anschluss der Präsentation beantwortet. Genau, die Unterlagen zur Präsentation stehen wie immer zum Download bereit. Und denkt bitte daran, alles herunterzuladen. Wir senden die im Nachgang nicht zu. So. Damit übergebe ich jetzt das Wort an Marc und wünsche viel Spaß beim Webinar. Ja, vielen Dank. Ja, mein Name ist Marc Rudolph. Ich bin Vertriebsmitarbeiter bei LG Electronics, Batteriespeicherabteilung. Ich bin regional eher für den, ich sag mal, südlich der Donau, Deutschland südlich der Donau zuständig und betreue verschiedene Großhändler. Ja, was ich Ihnen vorstellen möchte, ist das Batteriespeichersystem LG ESS Home. Und welche Rolle oder welche Aufgabe dieses LG-Batteriespeichersystem in einem intelligenten Haus hat. Und was das Bild, was Sie hier sehen, ist das LG Net Zero House, was LG als großer Weltkonzern im Bereich Unterhaltungselektronik, aber auch Hausgeräte auf der IFA in Berlin gezeigt hat. Das ist sicherlich eine Innovation, weil LG Electronics derzeit der einzige Anbieter auf dem deutschen Markt ist, der schon eine Komplettlösung für ein Smart Home System aus einer Hand anbietet. Und das möchte ich Ihnen heute vorstellen. Zunächst mal die Einführung. Sie kennen ja Batteriespeichersysteme sicherlich so gefühlt eher als eine Komponente, die Sie zukaufen, eine Photovoltaikkomponente, die man eben dazu kauft zu dem anderen, zu dem Rest, zu dem Photovoltaiksystem, was Sie Ihren Kunden anbieten. Tatsächlich ist dieses Batteriespeichersystem auch bei uns ein Bestandteil, ein Bestandteil eines größeren Systems. Zumindest kann man es so einsetzen in der LG-Welt. Und das möchte ich Ihnen vorstellen und natürlich aber auch Lösungen vorstellen, wenn Sie jetzt nicht alles von LG haben, was ja mal vorkommen kann, dass Sie die Möglichkeit haben, natürlich unser Batteriespeichersystem wie gewohnt in einem Photovoltaiksystem auch mit Drittanbietern intelligent zu kombinieren. Kommen wir zu dem Thema unserer Abteilung selber. Wo ist LG Electronics? Wo ist das Batteriespeichersystem in dieser Firma LG Electronics, in diesem Weltkonzern verortet? Wir gehören eigentlich zu der Home Appliance und Air Solutions Abteilung. Das heißt, die LG Home Appliance und Air Solution Company ist ein weltweit führender Anbieter von Haushaltsgeräten für Küche und Wohnung, für Smart Home Technologien und ganz wichtig für Klimatechnik, also Klimaanlagen und Wärmepumpen und auch für die Komponenten, die in diesen Wärmepumpen und Klimageräten eingesetzt werden. Und dort ist auch unsere Batteriespeicherabteilung angesiedelt. Daran erkennt man schon, wir sind eben nicht nur reiner Komponentenzulieferer, so wie das eine Schwesterfirma namens LG Energy Solution im LG-Konzern ist, sondern wir gehören zu LG Electronics, zu dieser Abteilung, die eben diese Hausgerätelösungen hat und die Klimatechnik und die Wärmepumpe. Wir haben bei all unseren Produkten, die Sie ja auch kennen, in der Unterhaltungselektronik haben wir auch Marktführerschaft in einigen, also weltweite Marktführerschaft in einigen Bereichen. Qualität ist ganz wichtig und diese Qualität wird auch weiterhin gutiert von Ihren Kunden. Gut geheißen.
Der Beleg ist hier eine Konsumentenstudie, die sagt, obwohl sich die Verbraucher durch die aktuell gestiegenen Preise, durch die Inflation, die wir ja gerade alle erleben, unter Druck gesetzt fühlen, sind sie nach wie vor bestrebt, für ihr Geld die Qualität zu bekommen, die sie gerne haben möchten. Und deswegen verfolgen wir den Qualitätsgedanken konsequent weiter. Eine weitere Neuerung oder eine neue Information für Sie, diese LG-Welt basiert digital oder wird digital zusammengeführt in der LG ThinkQ App. Die LG ThinkQ App ist eine Endkunden-App. Einige von Ihnen, die unsere Speichersysteme bereits einsetzen, werden wissen, dass es die Enerview-App gibt, die Sie als Installateur benutzen. Und ist die dann auch aktuell noch dem Endkunden ermöglicht, eben auf die Daten des Batteriespeichersystems zuzugreifen oder sie als Installateur dort Parametrierungen vorzunehmen. Die ThinkQ App geht da wesentlich weiter und ist eine Endkunden-App, die zahlreiche Möglichkeiten bietet. Und in diese ThinkQ Endkunden-App wird unser Batteriespeichersystem zum Jahresende dann integriert. Das heißt, das Speichersystem, was Sie schon haben, ebenfalls. Das gilt nach einem entsprechenden Firmware-Update dann für alle LG ESS Home 8 und 10 Systeme, die sich aktuell im Markt befinden, gleichermaßen. Also es ist sozusagen rückwärts kompatibel, diese Verbindung. Die LG ThinkQ App hat drei Funktionen. Zum einen die sorgenfreie Instandhaltung mit proaktiven, intelligenten Hinweisen und Tipps. Das heißt, es gibt dort Meldungen, wenn irgendwelche Abweichungen da sind oder wenn irgendwelche Wartungsvorgänge, vor allem ja auch an Haushaltsgeräten, erfolgen müssen, werden entsprechende Hinweise in dieser ThinkQ-App angezeigt. Das gilt selbstverständlich auch für Warnhinweise, falls irgendwelche Betriebsparameter beim Batteriespeicher abweichen von dem, wie es sein soll, sodass hier frühzeitige Hinweise kommen. Die zweite Ebene ist, dass wir hier Software-Updates auf dieser Basis ebenfalls auf Software-Updates aufmerksam machen können und diese einspielen können, die ja sowieso als Firmware-Updates automatisch eingespielt werden, zum Beispiel beim Batteriespeichersystem. Und hier wird auch informiert, wenn optionale Hardware-Upgrades bereitgestellt werden. Und jetzt zu dem eigentlichen Kern unseres Batteriespeichersystems, das ist der Bereich ThinkQ Energy, wo der Energieverbrauch des gesamten Haushaltes an einem Ort verwaltet werden kann. Mit Energy Monitoring nicht nur des Batteriespeichersystems, mit dem, was Sie ja schon kennen, Eigenverbrauch, so viel aus dem Netz bezogen, so viel eingespeist, Eigenverbrauchsquote am Tag, im Monat, im Jahr, sondern auch der LG Haushaltsgeräte, die mit von dieser ThinkQ App erfasst werden. So kann sowohl gemonitort werden, was passiert. Es können auch selber bestimmte Programmierungen gemacht werden, um den Energieverbrauch zu optimieren in dieser App. Die ThinkQ App visualisiert, das heißt, sie visualisiert all die LG Hausgeräte, die im Haus vernetzt sind, inklusive des Batteriespeichersystems und inklusive von Klimageräten und der Wärmepumpe. Und dort kann dann eben der elektrische Verbrauch für jedes einzelne LG-Produkt auch abgelesen werden. Also ich kann sehen, was meine Waschmaschine verbraucht hat pro Tag, im Monat. All diese Sachen sind hier nachvollziehbar in ihren Anteilen. Auch Fremdgeräte, zum Beispiel Samsung-Geräte, werden dort auch abgebildet. Unser Batteriespeichersystem ist das Herzstück, weil unser Batteriespeichersystem managt nicht nur sich selbst, also managt nicht nur, ob die Batterie geladen wird oder ob das Haus jetzt mit Strom versorgt wird, sondern es managt auch als Energiemanagementsystem zentral dann über die LG ThinkQ App die anderen Geräte gleich mit. Das heißt, es managt unter anderem auch die Wärmepumpe und auch die Ladestation. Da komme ich gleich nochmal im Detail. Das heißt, das Herzstück des Ganzen ist das LG ESS Home.
Und von da aus wird eben der Energieverbrauch der anderen Geräte gesteuert oder kann gesteuert werden. Kommen wir nochmal zum Speichersystem als solches in seiner Rolle als das zentrale Energiemanagementsystem. Es erfolgt eine Kommunikation via Modbus TCP oder über einen Router an unsere Ladestation. Die Ladestation kommt jetzt Anfang Januar auf den Markt. Und es besteht eine Direktkommunikation via Modbus RTU, also über eine RS-485-Schnittstelle, kabelgebunden an die Wärmepumpen von LG. Jetzt schon. Das funktioniert jetzt schon und wird dann über die ThinQ-App abgebildet. In der ThinQ-App kann ich dann entsprechend das sehen, was man jetzt schon auf der Interview-App sehen kann. Das sind eben was kommt vom Dach, was speise ich ein, was geht in die Batterie, aus der Batterie heraus, der Eigenverbrauch, all die Sachen, die Sie ja jetzt schon kennen, werden abgebildet. Und ich sehe auch das, was die Ladestation macht. Das heißt, wird die Ladestation be- und entladen? Welchen Betriebsmodus für die Ladestation habe ich hier eingerichtet? Und das Gleiche nochmal für die Wärmepumpe. All das wird dann auf dieser einen ThinQ-App für alle Geräte abgebildet. Ich brauche also keine zusätzlichen Energiemanagementsysteme oder Apps. Schauen wir uns das mal genauer an. Wir haben hier links mit der Unterschrift LG Therma 5, LG Monoblock S, das meint eben die Wärmepumpe, gezeigt, wie das aussehen würde, wenn wir hier unsere Wärmepumpe über die LG ThinQ-App ansteuern. Ich habe in der Möglichkeit, als Endkunde einige unschädliche, sage ich mal, unkritische Parameter selbst einstellen zu können. Und hier mache ich mal gleich einen Ausflug in die besonderen Möglichkeiten der Kombination von unserem Batteriespeichersystem mit der Wärmepumpe. Und zwar sind die da links zu erahnen. Ich erläutere mal, was Sie da nur andeutungsweise sehen. Und zwar regelt sich ja eine Wärmepumpe im Zusammenspiel mit einem Photovoltaiksystem idealerweise so, dass ab einem bestimmten Solarstromüberschuss ich den Anlaufbefehl an die Wärmepumpe übermittle, sodass die Wärmepumpe weiß, okay, Solarstromüberschuss, jetzt kann ich meine Zieltemperatur, meinetwegen des Brauchwasserspeichers, des Pufferspeichers erhöhen, weil es ist überschüssiger Solarstrom vorhanden, den möchte ich nicht unbedingt ins Netz einspeisen, sondern nutzen, um den überschüssigen Strom in Form von Wärme, die ich mit der Wärmepumpe erzeuge, abzuspeichern. Und das kann ich hier parametrieren. Und wir gehen hier einen Schritt weiter als das, was Sie vielleicht schon von herkömmlichen Batteriespeicher- oder Energiemanagementsystemen kennen, die ja, wie eingangs erwähnt, den Solarstromüberschuss betrachten. Wir machen einen zweiten Schritt. Wir sagen, okay, Solarstromüberschuss schön und gut, aber was ist mit der Batterie? Wir haben ja hier einen Batteriespeicher. Wenn der Batteriespeicher leer ist und ich kurzzeitig einen Solarstromüberschuss habe, ist es vielleicht gar nicht gewünscht, diesen Solarstromüberschuss auch direkt in die Wärmepumpe abzuleiten. Allzumal, Sie kennen das ja auch in der Praxis, es ja sein kann, dass zeitgleich, wenn die Wärmepumpe angelaufen ist, und wenn sie angelaufen ist, läuft sie ja 10 Minuten oder für eine Viertelstunde, je nach Modell. Das ist die sogenannte Hysterese. Ne? Sie läuft an und dann schaltet irgendjemand den Herd an oder die Waschmaschine oder die Sonne ist gerade wieder weg. Wolkenflug. Dann läuft die Wärmepumpe weiter und zieht Strom aus dem Netz. Das ist nicht schön. Also wäre es ja sinnvoll, dass die Wärmepumpe erst dann anläuft, wenn die Batterie einen gewissen Ladezustand erreicht hat. Und genau das setzen wir hier in der LG ThinQ-App ganz einfach um. Ich kann hiermit per Fingerwisch, deswegen da der Finger abgebildet, festlegen, ab welchem Batterieladezustand die Wärmepumpe freigegeben wird für die solare Überschussladung. Natürlich läuft die Wärmepumpe die ganze Zeit, aber dieser Solarstromüberschussmodus wird nur dann eingeschaltet, wenn ich das will, wenn die Batterie zum Beispiel einen Ladezustand von 75% erreicht hat. Damit stelle ich sicher, dass wenn die Wärmepumpe angelaufen ist, dass ich dann auf jeden Fall
wenn zusätzlicher Strombedarf im Haus entsteht, dieser durch die Batterie abgedeckt wird und nicht aus dem Netz bezogen wird. Und dieses Zusammenspiel bringt nach dem Dauertest, den wir laufen bei der Technischen Hochschule in Berlin, nach ersten Zwischenergebnissen so um die 10% über das Jahr gesehen. Also einen erheblichen Vorteil. Wie komme ich auf diese 10%? Klar, dadurch, dass ich weniger Netzstrom beziehe. Also dadurch habe ich diesen 10%igen Einverbrauchsvorteil. Und wir haben noch mehr. Im Unterschied zu den klassischen SG-Ready-Modes, die eine Wärmepumpe bietet, das heißt also diese Schallzustände ausschalten, Normalzustand, angeforderter Betrieb beziehungsweise der Maximalbetrieb, haben wir noch zwei weitere Energiezustände, die wir ansteuern können. Das ist der Energiesparmodus und das ist der Super-Energiesparmodus. Das heißt, wenn ich keinen Solarstromüberschuss habe und die Batterie leer ist oder fast leer ist, dann kann ich hier einstellen, dass die Wärmepumpe in einen Energiesparbetrieb geht. Das heißt, die Zieltemperatur des Brauchwassers im Pufferspeicher wird zum Beispiel um 2, 3 Grad abgesenkt. Der Umfang der Absenkung wird natürlich dann vorher an der Wärmepumpe so festgelegt, dass die Komfortgrenze des Nutzers nicht unterschritten wird. Also keiner soll frieren, wenn die Sonne nicht scheint. Aber die Wärmepumpe soll möglichst wenig arbeiten, wenn keine Sonne da ist und die Batterie leer ist. Und das bringt eben nochmal diese zusätzlichen Einspareffekte. Nun werden ja einige von Ihnen denken, na gut, ich habe aber keine LG-Wärmepumpe selbst, die ich da verbaue, oder will keine LG-Wärmepumpe, oder ich baue halt eine Photovoltaikanlage ein und irgendeine Wärmepumpe ist schon drin. Und wenn das der Fall ist, kein Problem. Wir können über die LG ThinQ App auch andere Wärmepumpen, die SG-Ready fähig sind, ansteuern. Der einzige Unterschied ist, wir können zwar den Batterieladezustand mit berücksichtigen, ähnlich intelligent, wie wir das jetzt mit der eigenen Wärmepumpe auch machen. Das Einzige, was wir nicht berücksichtigen können, sind halt die Energiesparmodi. Diesen Energiesparmodus bringt halt SG Ready von Hause aus nicht mit. Das heißt, da habe ich nur bei Solarstromüberschuss die Möglichkeit, eben diesen erhöhten Betrieb anzufahren. Das ist ja auch schon mal viel wert. Und das, wie schon gesagt, auch parametrierbar, ganz einfach, wirklich per Fingerwisch über diese App. Ein ähnliches Spiel dann mit der Ladestation, die wie gesagt Mitte Januar auf den Markt eingeführt wird. Unsere eigene Ladestation direkt kommunizierend mit unserem Batteriespeichersystem, wo ich dann hier auch einstellen kann, welchen Lademodus zum Beispiel ich für diese Ladestation auswähle. Also nehme ich hier das klassische Solarstromüberschussladen, wenn ich die Möglichkeit habe, das Fahrzeug tagsüber zu beladen, möchte ich sofort laden, also ohne Umwege, egal ob vom Netz, von der Batterie. Das heißt, ich kann so einstellen, wie ich das als Endkunde gerne für meine Nutzung haben möchte. Auch ganz bequem über eben diese eine App. Hier nochmal die Zusammenfassung der Ankündigung der LG ThinQ App. Das heißt, die LG ThinQ App ist ab Ende dieses Jahres verfügbar oder vorsichtig gesagt mal zum Jahresbeginn dann eben mit der neuen Ladestation. Funktioniert auch mit den bestehenden bereits ausgelieferten Home 8 und 10 Geräten nach dem entsprechenden Firmware-Update, was rechtzeitig ausgespielt wird. Es funktioniert mit dem LG ES Home 6 System, was es dann geben wird, zunächst mal für Südeuropa. Das ist eine kleinere Version, einphasig. Wir haben keinen großen Bedarf für einphasige Geräte in Deutschland. Wir wissen, dass dann auch unter anderem für Deutschland wohl angeboten wird im Laufe des kommenden Jahres. Und hier schon mal ein Hinweis, Sie sehen die Zahl 15. Wir sind schon oft nachgefragt, wann bekommen Sie endlich den stärkeren Wechselrichter von euch? Er kommt. Ich sage mal vorsichtig Ostern, also zum wahrscheinlich so Ende erstes Quartal, Anfang zweites Quartal in diesem Zeitraum wird dann die stärkere Variante mit 15 kW AC Nennleistung kommen.
die dann auch den Vorteil hat, in dieser neuen Variante in dieser Modellgeneration können dann auch mehrere Speichersysteme miteinander kombiniert werden. Das heißt, kaskadiert oder parallel geschaltet, je nachdem, wie man es ausdrückt. Das heißt, ich kann mehrere LGSs Home-Systeme ohne zusätzliches Energiemanagement-System nach dem Master-Slave-Prinzip miteinander kombinieren. Und so habe ich dann 15 kW Leistung für 20 kW Peak, die ich dann verdoppeln kann auf eine PV-Leistung von 40 kW Peak oder verdreifachen kann auf eine PV-Leistung von bis zu 60 kW Peak. Natürlich dann immer mit den jeweils angeschlossenen Batteriespeichern komme ich dann auch auf entsprechend hohe Batteriespeicherkapazitäten. Ich möchte jetzt Ihnen nicht die Zahlen um die Ohren hauen, aber es ist also dann vieles möglich. Ich werde es zum Schluss dann nochmal drauf eingehen. Kommen wir mal dann nochmal zu dem, Entschuldigung, eine Folie zu schnell. Nochmal zu dem Überblick des LG Net Zero Homes in der klassischen Ansicht des Hauses mit der Photovoltaikanlage. Wie ist das im Kern gedacht? Lassen wir mal die intelligenten Haushaltsgeräte weg. Wir haben also das Speichersystem, wir haben unsere oder eine Wärmepumpe und wir haben unsere Ladestation. Und alle diese werden eben durch das Energiemanagementsystem unseres LG ESS Home Batteriespeichersystems angesteuert. Wie sieht sowas aus? Es kommt Strom von den Photovoltaikmodulen und wird hier entsprechend im Batteriespeichersystem gespeichert. Und vom Batteriespeichersystem aus werden hier die Haushaltsgeräte wie die Waschmaschine oder eben auch die Wärmepumpe mit dem Strom direkt von den Photovoltaikmodulen oder von der Batterie versorgt. Immer mit dem Ziel, möglichst wenig aus dem Netz zu ziehen und möglichst wenig ins Netz einzuspeisen. Und das Ganze natürlich gemonitort über die LG ThinQ App, die zum Beispiel in diesem Bildbeispiel dann sagt, okay, ich habe Solarstromüberschuss, Batterie ist voll, jetzt gebe ich den Anlaufbefehl an die Wärmepumpe, bevor ich den Strom einspeise für kleinstes Geld, dann nutze ich doch lieber den überschüssigen Strom, der mir zur Verfügung steht und betreibe damit die Waschmaschine und auch eben die Wärmepumpe. Das heißt, auch die intelligente Waschmaschine kann hier eben diesen Anlaufbefehl, wenn man es mal so nimmt, bekommen, wenn ich das will, wenn ich das als Konsument so einrichte. Also waschen nur bei Sonnenschein wäre möglich. Und die Wasser, genau, und die Warmwasserwärmepumpe erhöht eben die Zieltemperatur und gegebenenfalls auch die Sollraumtemperatur für den Zeit des Solarstromüberschusses, solange die Batterie voll ist und speichert die überschüssige Sonnenenergie als Wärme. Das ist also das Gesamtsystem, was ich Ihnen gerne hier vorstellen wollte, als das Net Zero Home, was aus einer Hand von LG mit der intelligenten LG ThinQ App möglich ist. Ich komme nochmal an dieser Stelle zurück auf das eigentliche Batteriespeichersystem, weil es ist natürlich mehr als nur die Zentralkomponente, mehr als nur die Ladestation. Und wollte Ihnen nochmal hier zusammengefasst die Vorteile des Batteriespeichersystems als solches vorstellen. Das LG Electronics ESS Home ist kombinierbar mit der Luft-Wasser-Wärmepumpe und mit der Ladestation, mit Direktkommunikation, kommt aus einer Hand und ermöglicht hier eben eine störungsfreie Kommunikation zwischen diesen Geräten. Wir haben eine große Speicherkapazität zur Verfügung, da wir über zwei Batterieanschlüsse an einem LG ESS Home Hybridwechselrichter verfügen, können wir hier nicht nur einen Batteriespeicher, also das, was Sie hier rechts sehen, also das Batteriespeichersystem mit Batteriemanagement anschließen, sondern zwei. Die kleinste Variante bei uns sind 10,7 Kilowattstunden. Die größere Variante sind 14,2 Kilowattstunden nutzbare Nettokapazität. Wenn ich zwei Batterien anschließe, komme ich dann schon mal auf entweder 2 mal 10,7 gleich 21,4 oder 2 mal 14,2 gleich 28,5 Kilowattstunden. Das ist schon eine ganze Menge.
Und wenn Sie dann, wie vorhin erwähnt, zwei 15 kW LG ESS Home Wechselrichter nehmen, dann und die jeweils mit zwei Batteriespeichern versorgen, dann hätten Sie zum Beispiel die Möglichkeit, hier schon 2 mal 28,5 Kilowattstunden. Das wären dann wiederum, ich glaube, 56, um Grad, nein, 57 Kilowattstunden dort an Batteriespeicherkapazität anzuschließen. Das sind natürlich schon ganz enorme Werte, die schon über das hinausgehen, was man so im bloßen Haushalt benötigt. Das heißt, wir kommen mit der neuen Plus-Serie, so nennen wir die Serie, mit der, wo wir mit dem 15 kW-Gerät einsteigen, mit dieser Plus-Serie die Möglichkeit, hier auch kleingewerbliche Anwendungen abzudecken. Ich denke da zum Beispiel an Bürogebäude mit angegliederter Ladestation. Also das heißt, ich habe hier wesentlich höhere Leistung, die ich verarbeiten kann vom Dach, als auch wesentlich höhere Batteriespeicherkapazitäten. Und das Ganze eben smart gemanagt durch einmal die Enerview-App, die Ihnen als Installateur zur Verfügung steht, und eben die ThinkU-Endkunden-App. Wichtiges Thema sicherlich die Wertschöpfungskette, die Produktion aus einer Hand ist ganz wichtig zur Qualitätssicherung. LG Electronics hat hier Komponenten, die komplett aus dem eigenen Hause kommen. Also alles aus dem Hause LG. Die Zelle ist eine Lithium-Ionen-NMC-Zelle, also Nickel-Mangan-Kobalt-Kathode-Technologie, die eine ausgesprochen hohe Effizienz, Energiedichte hat. Und die Energiedichte wiederum führt eben zu sehr geringem Gewicht bei sehr viel Kapazität. Auch wenn diese Technologie etwas in Verruf gekommen ist, da sie etwas reaktionsfreudiger ist als andere Lithium-Technologien, haben wir dafür gesorgt, dass es hier kein Problem darstellt. Das werde ich auch gleich nochmal zeigen. Es ist immer die Frage der Qualität in der Herstellung und der technischen Vorkehrungen, welche Gefahr von einer Batterietechnologie ausgeht. Es ist nicht die Zelltechnologie, die es bestimmt, es ist die Qualität der Batteriezelle. Die Batteriezelle, die hier abgebildet ist und eingesetzt wird in unserem Batteriespeichersystem, wird millionenfach verbaut in den Elektrofahrzeugen eines namhaften großen amerikanischen Elektroautomobilherstellers. Und da sie millionenfach eingesetzt wird, haben wir auch eben eine gute Einschätzung, dass diese wirklich sicher ist. Und wir haben natürlich weitere Vorkehrungen bei unserem System getroffen, dass diese Sicherheit auch gewährleistet ist. Komme ich gleich drauf. Module sind leicht. Mit 26 Kilo für ein Batteriemodul sind wir, glaube ich, haben wir somit die leichtesten Module überhaupt auf dem Markt. Was sehr angenehm für Sie ist, wenn Sie das Batteriespeichersystem in schwer zugängliche Kellerräume einbringen müssen. Die Batterie, das Gehäuse selber, dieses Batteriegehäuse mit dem Batteriemanagement wiegt 35 Kilogramm und natürlich muss man dieses Gehäuse, ist ja schon etwas größer, dann idealerweise mit einer Sackkarre dann die Treppe runterbringen. Die Module aber selber einzusetzen, ist bei dem geringen Gewicht kein Thema. Das heißt, hier kann auch ein Mann unser Batteriespeichersystem einbauen. Idealerweise sind es zwei. Unsere Batterie, hier nochmal den kurz darauf hingewiesen, verfügt über eine LED-Anzeige, weil das möchten viele Endkunden haben. Und wir haben eine große, gut ablesbare LED-Anzeige, wo der aktuelle Batterieladezustand angezeigt wird. Und auch, ob die Batterie lädt oder entlädt oder gar nichts macht. Das sind ja die Sachen, die der geneigte Endkunde wissen will. Vor allem der Endkunde, der vielleicht eine App nicht so gerne nutzt. Also auch daran haben wir gedacht. Kommen wir nochmal ganz zu dem wichtigen Thema Sicherheit. Das heißt, wir haben hier verschiedene Vorkehrungen getroffen, dass mit dieser Zelltechnologie thermisches Durchgehen, also Batteriebrände, wie sie hin und wieder ja mal in verschiedenen Zeitungen oder Magazinen gemeldet werden, so nicht passieren können. Was haben wir gemacht? Wir haben natürlich erstmal die Rundzellentechnologie, die für die Automobilzuliefererindustrie entwickelt wurde,
die von Konstruktionsprinzip von sich aus schon mal sehr sicher ist. Natürlich haben wir, wie es alle haben sollten, ein Batterienmanagement elektronisch, das Ströme auf Modul- und Zellebene überwacht. Da haben wir aber auch noch mehr. Wir haben sogar Temperatursensoren, die völlig unabhängig sozusagen von der Be- und Entladung einfach nur die Temperatur an der Zelle messen. Das heißt, wenn nichts passiert, selbst wenn die Batterie jetzt praktisch ruht, im Standby ist, haben wir aktivierte Temperatursensoren, die bemerken würden, wenn von außen, also im Technikraum, ein Feuer ausbrechen würde, würde das die App anzeigen, weil nämlich die Temperatur dann an den Zellen überschritten wird. Also auch also eine wirklich allumfassende Überwachung. Und last but not least, Mechanik ist immer noch das Sicherste, weil Elektronik kann ja auch mal versagen. Die Mechanik, die wir verwenden, nicht. Wir haben narrensicher eine Aluminiumdrahtverbindung zwischen diesen Zellen. Diese Aluminiumdrahtverbindung bedeutet nichts anderes als eine Schmelzsicherung, die bei kritischer Temperatur, also zu hohen Strömen oder hohen Temperaturen, schlicht und einfach schmilzt und dadurch die von einem thermischen Durchgehen betroffene Zelle, also eine beschädigte Zelle, wird ja schon vor dem thermischen Durchgehen dann einen Kurzschluss machen und dieser zu hohe Strom würde sofort zum Schmelzen des Drahtes führen, sodass diese Zelle isoliert wird. Also wenn überhaupt was thermisch jemals durchgehen würde, wäre es eine einzige Zelle, die kaum größer ist als diese AA-Batterien, die Sie eben in einer Fernbedienung haben. Das heißt also, dass jetzt hier ein ganzes Modul abraucht, um es mal umgangssprachlich zu formulieren, ist damit ausgeschlossen. Bestätigt natürlich auch nochmal durch entsprechende Sicherheitszertifikate. Übrigens auch entspricht auch den Batterieraumrichtlinien, die in Österreich gelten, die ja sehr streng sind dort. Ja, das nochmal eben zum Thema Sicherheit. Ganz wichtiges Thema eben aktuell, weil einige Sachen zurzeit durch die Presse gegangen sind, von denen aber unsere Batterien weder in der Vergangenheit schon gar nicht aktuell betroffen sind. Von LG Electronics sind keine Batterien betroffen von dem, was zu lesen war. LGSS Home 18 plus, 15 plus ist hier die Überschrift. Ich hatte eben schon mal gesagt, 5 plus ist so die Namensgebung für das, was jetzt neu kommt. Es ist eine Modellgeneration, die sich äußerlich nicht von den bestehenden Systemen unterscheidet. Vom Innenleben bei den Wechselrichtern 8 und 10, was die Leistungselektronik angeht, ebenfalls nicht. Wir haben aber bei den Anschlüssen einige Sachen umgesetzt, die an uns herangetragen wurden, die einfach Verbesserungen mit sich bringen. Und alle diese haben weitere Vorteile. Einmal haben wir natürlich den 15 kW-Wechselrichter, schon mal klasse. Nach wie vor haben wir die 3 MPP-Tracker. Wichtiger Punkt, ne? Nur mit unserem System ist es möglich, 3 verschiedene wie sagt man, nein, also Modulfelder, Entschuldigung, 3 verschiedene Modulfelder anzuschließen, die jetzt verschiedene Ausrichtungen oder Dachneigungen abbilden. Also ideal geeignet zum Beispiel für Walm- oder Zeltdächer. Also ich kann ein Ostdach, ein Westdach, ein Süddach, alles auf einen Wechselrichter aufbringen. Brauche zu diesem Zwecke also nicht die zusätzlichen Kosten für Optimierer oder einen zweiten Wechselrichter. Ideal für Walmdächer. Dann habe ich die nutzbaren Kapazitäten der Batterien, die ich ja, ich hatte es eben erwähnt, auch skalieren kann. Ich kann bis zu 3 ESS Home 15 Plus zunächst mal, den 15er, der als erstes rauskommt, skalieren und kann da entsprechend die Batteriespeicher anschließen, sodass ich hier auf ganz enorme Batteriekapazitäten kommen kann, wenn ich das brauche. Auch neu, wir haben zusätzlich zu der ATS-Umschaltbox, also der Möglichkeit, hier das komplette Haus auf allen 3 Phasen mit Ersatzstrom zu versorgen, mit eben dem Zusatz der Envitec ATS-Umschaltbox, können wir jetzt auch ein direktes integriertes Backup anbieten, einphasig. Sie kennen vielleicht sozusagen die berühmte Notstromsteckdose direkt am Gerät. Bei uns ist es ein entsprechender Anschluss, der vorhanden ist, um hier einen separaten
Ersatzstromkreis zu legen, wenn das gewünscht ist. Also alternativ zum, ich versorge das ganze Haus dreiphasig mit Ersatzstrom, kann ich das auch über das integrierte Backup einphasig einen separaten Notstromkreis damit versorgen. Hat einen Vorteil. Bei einer dreiphasigen, also bei der Komplettversorgung des Hauses, kann es natürlich beim Eintreten des Stromausfalls mal sein, dass zufällig gerade alle möglichen Elektrogeräte eingeschaltet waren, die wieder einschalten, wenn jetzt das Gerät auf die Ersatzstromversorgung von der Batterie umschaltet und dadurch dann eben diese Ersatzstromversorgung durch den zu hohen Strombedarf dann abschaltet. Um das zu vermeiden, bieten wir die Möglichkeit, die wesentlichen sozusagen so die lebenswichtigen Funktionen des Hauses über einen separaten Ersatzstromkreis zu versorgen, wenn das gewünscht ist. Genau, die LG ThinQ Endkunden-App kommt, ist ja ausführlich dargestellt worden. Und es gibt hier eben auch eine sogenannte Time-of-Use-Funktion für optimiertes Laden der Batterie. Was wir immer schon mitbringen, ist ein wetterprognosebasiertes Ladeverhalten. Es können aber auch andere Modi jetzt ja auch im Zusammenspiel mit intelligenten Haushaltsgeräten vorgenommen werden. Und Voraussetzungen sind schon da. Auch daran haben wir gedacht, wenn dann das intelligente Smart Metering kommt, mit flexiblen Stromtarifen für Wärmepumpe oder allgemein. Auch diese können theoretisch, also ich sage mal technisch gesehen, schon umgesetzt werden, müssen nur freigeschaltet werden. Also das ist alles schon vorhanden und kann auch mit über die ThinQ-App schon gesteuert werden, wenn es dann kommt. Und natürlich kommt die Ladestation, last but not least, die ja nun ganz auf die viele schon gewartet haben. Von uns mit unserem mit Speichersystem kompatibel Anfang kommenden Jahres. Soweit die Zusammenfassung der Vorteile unseres Batteriespeichersystems, der LG ThinQ-App und eben der LG Smart Home Welt. Dann bedanke ich mich erstmal an dieser Stelle für Ihre Aufmerksamkeit. Und bin gespannt auf die Fragen, die jetzt an mich herangetragen werden. Hört man mich noch? Ja, Marc, man kann dich noch gut hören. Ja. So, jetzt mein Mikrofon hat nicht funktioniert, meine Kamera funktioniert auch Ja, nicht. Aber gut. ihr hört mich alle wunderbar. Genau, an der Stelle vielen Dank für die spannende Präsentation, Marc. Genau, es kam auch eine Frage rein, auf die wir gleich eingehen werden, an alle Teilnehmenden. Wir haben noch etwas Zeit, also falls noch was offen sein sollte, jetzt besteht die Möglichkeit, über den Chat eure Fragen an Marc zu stellen. Und ich möchte an der Stelle auch nochmal den Hinweis geben, denkt bitte unbedingt daran, die Unterlagen herunterzuladen. Wir senden sie im Nachgang nicht zu. Das könnt ihr alle machen unter der Rubrik Unterlagen und da könnt ihr die PDF-Datei runterladen. So, kommen wir jetzt zur Frage, die gestellt wurde. Und zwar, ich habe ein LG ESS Home 10 System mit LG HBC Batterie 11H. Das System läuft jetzt seit dem 23. März 2023 und ich würde gerne die LG HBC Batterie um ein Modul auf die LG HBC Batterie 15H erweitern. Ist das denn möglich? Ja, das ist möglich. Und zwar ab Ende November, möglicherweise auch bei Kranich Solar, dann gelistet, wird es ein Erweiterungsmodul geben. Und es wird Ende November zeitgleich ein neues Firmware-Update aufgespielt, mit der dieses Erweiterungsmodul dann integriert werden, also in Betrieb genommen werden kann. Es ist tatsächlich eine sehr gute Frage, insofern, weil hier auf einen wichtigen Punkt hingewiesen wird. Es ist, ich sag mal, nicht gestattet, aus einem Batteriepaket. Sie haben ja vier Batteriemodule bei einer 15H, Sie haben drei Pakete bei einer 11H-Batteriespeichersystem. Und Sie dürfen, es ist nicht gestattet, aus garantieanspruchstechnischen Gründen eine andere Batterie aus diesem Paket rauszunehmen und eine 11H zu einer 15H zu machen. Das hat tatsächlich was mit der Garantie zu tun und es gibt auch einige Bedingungen, die erfüllt sein müssen, dass eine Erweiterung stattfinden kann. Es wurde ja eben ein Datum, also sozusagen eine Betriebszeit genannt. Tatsächlich ist es so, dass Zyklen, Be- und Entladezyklen ja erfasst werden von der Software in der Enerview-App.
und die Zahl der Be- und Entladezyklen darf 200 nicht überschritten haben bei einer 11H, um diese auf eine 15H aufzustocken. 200 Zyklen ist ziemlich genau, würde ich mal so schätzen. Also es wird spannend. Könnte um die, so ein Jahr sein. Ne? Also jetzt November ist wahrscheinlich, ist es dann wirklich dieses Jahr höchste Eisenbahn, den Tausch vorzunehmen, weil man so generell so mit circa 200 Be- und Entladezyklen pro Kalenderjahr kalkuliert. Das ist tatsächlich so eine Rahmenbedingung, die erfüllt sein muss. Weil wenn mehr Be- und Entladezyklen stattgefunden haben, dann liegen die Kapazitäten der Batterie zumindest theoretisch zu so weit auseinander, dass eben hier ein harmonisches Zusammenspiel und vor allem das Ausnutzen der vorhandenen kompletten Batteriekapazität nicht mehr sichergestellt ist, wenn ich ein frisches Erweiterungsmodul zu den älteren dazu packe. Also deswegen ist das wirklich ein Thema, was man gesondert betrachten muss, aber es kann bestellt werden, wie schon gesagt, mit dem Hinweis, 200 B- und Entladezyklen ist das Maximum dessen. Ja. Super, vielen Dank. Dankeschön, Marc. Genau, es kamen keine weiteren Fragen an. Dann denke ich jetzt mal, wir sind am Ende des Webinars angekommen. Also nochmal danke, Marc, an dich für die Präsentation und an alle Gerne. anderen danke für die Teilnahme und bis zum nächsten Mal bei Kranich Solar Webinar. Tschüss. Ja, herzlichen Dank auch von mir. Wenn noch weitere Fragen sind, Sie können sie natürlich weiterhin an Ihre Ansprechpartner bei Kranich stellen und die werden dann an mich weitergeleitet, ne, sodass Sie hier die Möglichkeit haben, dass ich dann wieder mit Ihnen Kontakt aufnehme zu speziellen Fragen, die Sie noch haben.